Hier sollte längst eine Schranke stehen. Seit September 2017 wäre ihr Auftrag gewesen, die Disco-Meile nachts am Wochenende in eine Fußgängerzone zu verwandeln. Zusammen mit neuer Beleuchtung und breiteren Wegen sollte die Meile sicherer werden. Aber das zieht sich, beklagt die SPD. Wenn man sich vorstellt, dass wir seit 2012 auf diesen Umbau warten, sind das 7 Jahre. Und ich finde, eine Stadt wie Bremen darf nicht 7 Jahre dafür brauchen, um einen Bereich wie diesen hier umzugestalten. Doch die grüne Baubehörde beschwichtigt. Es gehe endlich los. Der Umbau der Disco-Meile hat jetzt begonnen, und zwar vor dem Gewoba-Hochhaus. Hintergrund ist, dass dort die SWB, teilweise auch Wesernetze, Hansawasser, entsprechend Kanäle, eine Gasleitung austauschen. Ziel ist es ja hinterher, den Gehweg der Disco-Meile fast zu verdoppeln in seiner Breite. Für den breiteren Geh- und Radweg soll eine Autospur verschwinden. Gesamtkosten rund 2 Millionen Euro. Allerdings werden die Bauarbeiten schon wieder im Spätsommer stoppen. Grund: Umbau bei der Gewoba. Unwahrscheinlich, dass die Meile davor Ende 2019 fertig wird. Das Bauressort erklärt, warum das alles so lange dauert. Als dann die Beschlüsse gefasst waren, dass man die Disco-Meile umbauen will, ist ein Konzept erarbeitet worden, und zwar auch relativ umfangreich. Auch das Konzept musste dann erstmal wieder in politische Beschlüsse gefasst werden. Als das dann der Fall war, haben wir entsprechend geplant. Umsetzen können wir aber solche baulichen Maßnahmen nur, wenn wir das entsprechende Geld dafür bekommen. Für das Geld ist die bremische Bürgerschaft zuständig. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass die Bürgerschaft die Gelder für den Meilenumbau nicht schnell genug in den Haushalt eingestellt hat. Sind Sie am Ende selber schuld, dass das so lange dauert? Naja, ich als Abgeordneter sage, wenn wir einen Antrag einbringen, muss der Senat auch gucken, was hat er als Hausaufgaben. Und somit muss er auch sehen, wie das finanziert wird. Wir haben seit 2012 den Antrag im Landtag und in der Stadtbürgerschaft beschlossen und vor 4 Jahren wieder noch mal das Geld dafür freigesetzt. Freigesetzt ja, aber erst im aktuellen Haushalt eingestellt. Streit gibt es auch um das Lichtkonzept auf der Meile. Ursprünglich hatte das Bauressort eine bunte Ausleuchtung geplant. Im Haushalt sind dafür aber nur 90.000 Euro vorgesehen. Ich befürchte, dass am Ende das Lichtkonzept sein wird, dass wir hier 3 Straßenlaternen hinbekommen und das uns als Lichtkonzept verkauft wird. Bislang wird die Meile nur von den Lampen der Hochstraße beleuchtet. Das wird sich ändern, allerdings so, wie die SPD befürchtet. Das, was jetzt kommt, das ist dann wirklich eine direkte Beleuchtung vor Ort. Wird es dann Straßenlaternen geben. Dadurch wird die Disco-Meile wesentlich besser erleuchtet, heller und damit auch sicherer. Das ist das, was die Stadt an der Stelle jetzt macht. Und das Bauressort verspricht noch mehr. Die lang erwartete Schranke soll hier offenbar auch noch hinkommen. Dann mit mehr als 2 Jahren Verspätung, Ende 2019.